Hallo und herzlich willkommen bei der 62. Folge des Laufenden Decken Podcasts. Wie ihr es schon gewohnt seid, hört ihr am Anfang der Folge immer ein bisschen Werbesprech. Also, ihr könnt uns auf allen bekannten Kanälen abonnieren, exklusive dem Rundfunk. Dort sind wir noch nicht angekommen. Wenn ihr uns aber 5 Punkte bei iTunes gebt, dann wird es sicher nicht mehr lange dauern. Zusätzlich könnt ihr uns natürlich durch wiederholtes Hören auf Spotify auch dort nach oben pushen. Ihr könnt uns zwischen 1 und 1 Million Euro bei Patreon spenden. Wenn es 1 Euro ist, dann wird es für die Serverkosten verwendet. Wenn es 1 Million Euro ist, dann erzählen wir euch aus unserem letzten Urlaub beim nächsten Mal. Und die nächste Folge ist ungefähr in einem Jahr, wenn wir die Million auf den Bus gehaut haben. Genau, und ihr bekommt dann auch ganz tolle Instagram-Fotos von uns. Für das würde ich sogar wieder den Instagram-Account anlegen. Ja. Nur so als kleines Goodie vielleicht für die 1 Million. Wir verwenden dann irgendwie 1.000 Euro oder 2.000 Euro für den Flug und den Rest für Roaming-Kosten. Wir könnten aber auch innerhalb der EU bleiben, da würden wir uns die Roaming-Kosten ersparen und könnten die Million anderweitig am Putz hauen. Ja, und was ist, wenn wir doch nach London fahren wollen? Das kommt jetzt wahrscheinlich nur darauf an, wie schnell es braucht, bis wir die Million kriegen und ob der Brexit dann schon durch ist. Schnell spenden. So, sonst könnt ihr uns natürlich auf Twitter begegnen. Ihr könnt mich zumindest auf Instagram anschreiben, poken, Bild schicken. Ihr könnt uns auf Facebook Dinge schicken und ihr könnt uns natürlich auch ansonsten per E-Mail Ideen, Feedback, Fragen, eure Lauffotos oder Empfehlungen für Läufe, Schuhe, was auch immer schicken. Wir sind immer sehr dankbar, wenn wir auch was von euch erfahren. Und wie üblich, alles in den Shownotes, die ihr auf www.laufendentdecken-podcast.at hört, lest, seht, ich bleibe, seht. Bewundern könnt, ja, Lob preisen. Und wie ihr schon ein paar Mal jetzt dazwischen gehört habt, ist natürlich auch der Flo da, den ihr jetzt da nicht seht, aber hört. Dementsprechend, hallo Flo. Hallo Peter. Schön hier zu sein. Wie wir das letzte Mal festgestellt haben, für uns zwei ist es immer wieder ein Vergnügen, miteinander reden zu dürfen. Ja, und wir sehen uns dabei auch nicht. Das ist der Bonus. wir kennen uns nämlich meistens nur in Laufklamotten. Ja. Das ist manchmal auch sehr verstörend. Zum Beispiel beim zweiten Virtual Run, der jetzt beinahe, wenn ihr den Podcast jetzt, wenn er rauskommt, hört, das ist der Freitag, dann der 28. Juni oder am Samstag oder Sonntag, dann ist er fast schon vorbei und es hat schon sicher schon ganz tolle Fotos gegeben. Ich muss sagen, es war wunderbar. Vor allem das, was am Dienstag abgegangen ist, unglaublich. Ja, auf den Montag oder Dienstag habe ich mich dann auch schon sehr gefreut. Wie ihr hört, sprechen wir in der Vorzukunft, glaube ich. Ist es die Vorzukunft? Nein, ich habe keine Ahnung. Es ist die Vorzukunft, weil es ist im Endeffekt, es wird dann gewesen sein. Ich bin der in Deutsch mehrere Male fast durchgeflogen ist. Also mich brauchst du da nicht fragen. Okay, also es wird, wenn ihr das Ganze hört, dann schon gewesen sein, wovon wir jetzt da sprechen, das ist, weil wir nehmen nämlich auf am Sonntag, den 23.06. und ab morgen in unserer Zeitsphäre geht es dann los. Das ist dann aber schon ein paar Tage her in eurer Zeitsphäre. Dementsprechend ist dieser Podcast für euch sowas wie ein Blick in die Vergangenheit, das Geschichtsbuch der Läufer. Das irgendwie erinnert mich das jetzt an Zurück in die Zukunft. Genau. Wo es dann mehrere Zeitebenen gibt und die sich dann irgendwie überschneiden oder so. Wunderbar. Wunderbar. Und man muss ja auch dann wahnsinnige Geschwindigkeit aufnehmen, damit man in die richtige Zeit kommt. Und das wird auch eines unserer Themen sein und eigentlich das Größte und Ausladendste. Wir reisen nämlich in die Zeit Mozarts. Und dort hast du, nämlich beim Mozart 100, einen 62-Kilometer-Run absolviert, der hervorragend gelaufen ist, so wie ich das mitbekommen habe. Ja, es ist, es sind 62,9 Kilometer laut Veranstalter, aber man will jetzt nicht überpingelig sein. Und ja, der ist grundsätzlich, du hast es ja schon von weggenommen, sehr gut verlaufen.
Aber ich würde sagen, wir fangen dann vielleicht beim Freitag an. Also wir haben, der startet ja am Mozartplatz. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Salzburg warst und deswegen weißt. Also, ja, alle anderen wahrscheinlich nur teilweise. Also eigentlich ist es, genau gesagt, ist es ja nicht mehr der Mozartplatz. Ich glaube, da habe ich mich jetzt geirrt. Sondern irgendwie am Kapuzinerplatz, heißt das so? Ich glaube. Egal, er startet in der Innenstadt von Salzburg, neben dem Dom. Auf dem Platz, weil nächstes Jahr das 250-Jahre-Jubiläum ist. Ach so? Das 250-Jahre-Jubiläum ist wirklich, aber dass sie in Salzburg irgendeinen Platz nach Beethoven benennen, ist relativ unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich, ja. Also, ja, unwahrscheinlich wahrscheinlich. Genau, und wir hatten glücklicherweise über Airbnb eine Wohnung gefunden, die ungefähr 400 Meter weit weg war, was extrem praktisch war. Und die haben wir dann Freitag bezogen, Startnummer geholt und ja, irrsinnig geil. Und Samstag um 7 in der Früh ist es dann für die 63 Kilometer Läufer losgegangen, weil es gibt ja noch die 109 Kilometer Variante und die ist schon um 5 in der Früh gestartet. Die Strecken sind relativ ähnlich, also sie geht quasi von Salzburg weg bis zum Fuschlsee, rundet diesen Fuschlsee und geht dann wieder zurück, also das ist die 63 Kilometer Variante und die 109 Kilometer Läufer machen dann noch irgendwie vom Fuschlsee weg über den Schafberg oder so noch die zusätzlichen 45 Kilometer auf die eben besagten 109 Kilometer. Genau. Und ja, gibt es da erstmal soweit klar, denke ich, oder? Wollen wir dann. Soweit, so klar. Du bist ja auch nicht alleine gelaufen, sondern auch andere bekannte Gesichter sind ja, ja, gelaufen. Ja, ich hatte meine Schwester ist eben auch gelaufen und im Gepäck als Support-Crew hatten wir meine Freundin und meinen Papa, die quasi mit dem Auto dann die einzelnen Labestationen angefahren sind. Also nicht angefahren sind im Sinne davon, dass sie umgefahren sind. Erklärt mir, warum der Florian Neuschwander, der auch gestartet ist, nicht ins Ziel gekommen ist. Echt, der ist nicht ins Ziel gekommen? Nein, ins Ziel gekommen. Jetzt muss ich nachschauen. Er ist nämlich ausgestiegen. Er war relativ weit vorne, ist ausgestiegen. Ich weiß aber nicht, ob er dann noch gewertet wurde. Okay. Oder ob er seine Startnummer abgegeben hat. Aber er war relativ weit vorne, hat dann gesagt, na, alles blöd. Und hat dann nicht mehr um die Plätze gekämpft. Aber bei der 109 Kilometer Variante, oder? Genau, bei der 109 Kilometer Variante. Okay. Weil am Start wäre mir nicht aufgefallen, weil das Feld war doch relativ überschaubar. Okay. Von daher, also war jetzt kein kleines Feld, aber man hätte mich gewundert, wenn ich ihn dort übersehen hätte, weil er ist jetzt auch nicht so, dass er nicht auffällt. Der Florian Neuschwander, von daher hätte ich das schon cool gefunden, wenn ich ihn gesehen hätte. Ja, genau, und die hat mit dem Gepäck und meine Schwester ist ihm auch mitgelaufen. Und da zum Schluss noch, weil die hatte dann ein ebenfalls gutes, gleich aber so, dramatisches Rennen. Aber dazu dann später mehr. Genau. Ja, also dann zum Rennen selbst, wenn du jetzt noch keine Fragen mehr hast, die dir auf der Zunge brennen. Momentan keine Fragen, also ihr seid beide die gleiche Strecke gelaufen sozusagen. Ja genau, beide die 63 Kilometer. Für meine Schwester war es quasi die bisher längste Distanz, die sie jemals gelaufen ist. Sie bereitet sich ja ebenfalls wie du dann auf den Wörthersee Ultra Trail vor, der ja 70 Kilometer lang ist. Ja, 72 glaube ich. Ja, und das ist dann der nächste Stieg quasi für den Wien Rundumot um 80 Kilometer, dann das Highlight. Die längste Strecke der Saison sein wird. Ah, okay. Na, ich habe mir inzwischen schon was anderes im Oktober gesucht. gar nicht mehr Wörthersee? Doch, doch. Der ist aber im September. Aber alles im September, ja. Oktober, am 2. Oktoberwoche ist der Graz-Marathon und wenn man schon mal da ist, dann kann man ja genauso gut den laufen. Ah, super. Und hast du irgendwann eine Zeit vorgenommen oder wirst du den einfach nur auf Lust, auf Spaß laufen und den Graz ein bisschen anschauen? Grundsätzlich Graz anschauen, Spaß haben, vielleicht Pacer sein, das weiß ich noch nicht. Für wen denn? Aber für eine Bekannte, die Maria, die vier Stunden knacken will und vielleicht kann ich da helfen. Und wenn sie sagt, nö, will sie alleine machen, dann schauen wir mal,
mal schauen, wie es mir nach den Wörthersee Ultra geht. Und mal schauen, wann dann der Wien rund um den Dom ist. Der ist Ende Oktober, glaube ich, oder? Diesmal ist er sogar am 1. November-Wochenende. Oh. Das ist der erste, der zweite, dritte ist das, glaube ich. Das könnte man fast mitnehmen. Ja. Aber ich möchte dann nach dem heutigen Tag, nachdem wir jetzt am Sonntag aufnehmen, muss ich mir überlegen, ob ich die nächste Herbst-Wintersaison ein bisschen wieder auf Geschwindigkeit gehe. Ach so. Ja, ach so. Bin ein bisschen traurig. Kommen wir später zu Peters Trauer. Steigen wir ein in den Moto 63 Kilometer Lauf. Jetzt geht und, also los. Ja, genau. Also wir machen mal bis zur ersten Labestation. Also generell die Labestationen waren eigentlich relativ gleichmäßig verteilt, also ungefähr alle 10 Kilometer. Außer bei der ersten Labestation von der letzten Labestation ins Ziel waren es jeweils 11 Kilometer. Oder halt so ungefähr. Und zu Beginn geht es 6 Kilometer, so ein bisschen durch Salzburg durch, geht dann irgendwie zur Salzach selbst und der Salzach entlang und geht dann irgendwie durch Glasenbach quasi dann nochmal durch, das dürfte ein Vorort von Salzburg sein, da kenne ich mich jetzt nicht so genau aus, und von dort aus dann geht es dann ab in den Wald. Und wir haben am Vortag sind wir noch beim Essen zusammengesessen, ich wusste schon, dass es da die ersten 7 Kilometer relativ flach geht und habe meine Schwester hat mich halt gefragt, was ich da so für eine Zeit anschlagen werde. Und in guter alter Podcast-Manier habe ich gesagt, einen 5er-Pace geht immer. Und habe halt gemeint, dass ich wahrscheinlich so in einem niedrigen 5er-Pace mal gemütlich das Ganze anlaufen werde und dann halt schaue, dass ich so ungefähr nach einer Stunde bei der ersten Labestation bin, bei Kilometer 11. Ja, das hat semi-gut funktioniert, aber semi-gut im besseren Sinne, weil ich bin losgelaufen, habe dann nochmal 2 Kilometer auf die Uhr geschaut und hatte irgendwie einen 4,46er Schnitt drauf, ja, oder so. Das ist auch schon mal ganz schick. Da haben wir gedacht, naja, wie würde der Kärntner sagen, wenn es läuft, dann läuft es. Los, lei laufen. Und ja, bin in der Tonart dann eigentlich weitergelaufen. Also bis da eben ungefähr bei Kilometer 6, wo man dann nach Glasenbach einbiegt, da fängt es dann an, so ein bisschen bergauf zu gehen. Und ja, habe halt versucht, jetzt nicht ganz so sehr aufs Gas zu steigen, halt so quasi, ich sage immer, Wettkampflocker zu laufen. Bin da dann auch wieder von ein paar überholt worden, die es anscheinend ein bisschen gemütlicher angehen wollten. Und haben eigentlich gedacht, dass ich gar nicht so schnell unterwegs bin, weil ich dann noch nicht auf die Uhr geschaut habe. War aber dann relativ genau nach 59 Minuten oder so bei der ersten Labestation bei Kilometer 11. Hab mich nur ein bisschen verwirrt, weil ungefähr 200 Meter vor der Labestation das Schild Kilometer 10 war und genau in dem Moment hat mir die Uhr 11 Kilometer angezeigt und ich mir schon wieder gedacht, dass meine Uhr mit den realen Kilometern irgendwie nicht mehr synchron ist, hat sich dann herausgestellt, dass meine Uhr richtig war und irgendwie die Kilometeranzeige irgendwie komisch war, weil ich das während des Laufes dann mit einem zweiten kurz besprochen habe, an einer anderen Situation, zu der wir dann noch kommen werden, wo die Kilometer auch irgendwie komisch waren und der auch, dass mir das, der gemeint hat auch, dass er das Kilometer 10 Tafel auch schon vollkommen falsch war aus seiner Sicht. Und da war ich dann, ja, habe mich im ersten Mal verwirrt. Und dann war ich mir eben nicht sicher, weil ich mir, hätte ich die 10 Kilometer, was das dann dort waren, nur eine Stunde gemacht, hätte ich nur eine 6er Pace gehabt. Aber so, wie sich nachher herausgestellt hat, hat es eh gepasst und bin ich die 11 Kilometer dann in 59 Minuten oder so und bin dann nach einer Stunde, ein bisschen über einer Stunde aus der Labestation raus. Und ja, und dann läuft man nochmal so ein bisschen die so eine Straße runter, bevor es dann über den ersten Hügel geht. Ich schaue gerade mal nach, wie der heißt. Das müsste die Pechauer Scharte sein. Und da kann ich mich schon das letzte Mal, weil ich bin ja das vor 2 Jahren schon einmal gelaufen und da ist die zum Fußschlüssel hin, die Strecke schon relativ gleich gewesen wie jetzt eben auch. Nur zurück war sie damals anders, weil zurück ist man noch mehr über Straße gelaufen. Und sie sind ja jetzt auch in die Ultra Trail World Tour aufgenommen worden, weswegen wahrscheinlich die Straßenanteile ziemlich minimiert wurden und deswegen auch der Rückweg jetzt hauptsächlich über Trails ging. Grundsätzlich mal, das heißt,
Was grundsätzlich eigentlich zu begrüßen ist. Ich meine, du laufst halt immer wieder mal, weißt du, über einen Berg drüber und musst dann quasi durch den Ort irgendwie durch, da laufst du schon wieder auf Asphalt, aber ich denke mal, das, was quasi Trail geht, das wurde auch Trail gelaufen. Und ich konnte mich eben schon damals erinnern, dass dieser Anstieg da, dass ich den damals schon quasi raufgelaufen bin und quasi alle schon zum Wandern angefangen habe und ich mich schon damals gewundert habe, warum alle wandern und nicht eigentlich laufen. Und dieses Mal war ich aber von Anbeginn weiter schnell unterwegs und habe eigentlich damit gerechnet, also wenn man quasi, ich habe nicht gewusst, wie weit vorne ich bin, aber mir war klar, dass ich jetzt sehr stark im vorderen Drittel bin, hat mich dann doch gewundert, dass alle einen schnellen Gehschritt angesetzt haben. Und du hast dir nichts und dabei gedacht? Nein, ich habe nichts dabei gedacht. Ich gehe da jetzt nicht drauf, weil so steil ist der Anstieg jetzt auch nicht, also da geht es irgendwie rauf bis dann auf 429, nein, ja, der ist nicht so steil, ich weiß jetzt nicht genau, wie steil der ist, aber der ist definitiv nicht steil und den kannst du auch nicht schneller, aber du kennst mich ja, hab dann einfach meinen Gang eingelegt und bin da halt dann rauf getrottet und habe da sicher 3, 4, 5 Leute überholt. Du bist dann auf 800, auf 750 Meter oben, ja. Ja, genau. Und beginnen tut man bei 400. Bei 7 Kilometer bis auf 450 oder so. Also du hast, ja, dann ist er weiter hinten, weil du bist Kilometer bei Kilometer 12 bis auf 650 und bei Kilometer ja, 13 sind 700. Das sind 100 Höhenmeter in an Kilometer. Das ist schon steil, ja, aber es geht. Ja, aber es geht. Und dann geht es gleich wieder bergab. Ja. Ja, ich meine, das läuft sicher nicht jeder und ich will das auch noch sagen, dass das überhaupt nicht unanstrengend, also das ist schon anstrengend, aber es kann auch laufen, es ist nicht unmenschlich, wenn man das läuft. Und danach ging es eben so eine Forststraße runter. Und dann da unten war der nächste Moment, wo ich mich so ein bisschen über die, da kommt man da so nach Unterberg, glaube ich, ist der Ort. Und dort ist genau. Also Unterberg ist zuerst noch, ja. Ja, genau. Und dort waren das Kilometer 15 schon und mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet, habe auf die Uhr geschaut und hatte 1 Stunde 22 oben. Dann macht 1 Stunde 22, das sind 82, 15 Kilometer. Das heißt, da war ich noch immer in einer niedrigen 5er Pace, also jetzt irgendwie, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf ausgerechnet, aber es war nicht weit weg von der 5er Pace. Und habe ich gedacht, das kann es nicht sein, irgendwie bin ich da relativ schnell unterwegs. Ich meine, der Forstweg war halt relativ gut laufbar. Und wenn so ein Downhill nicht ganz so steil ist und auch noch gut vom Weg her ist, dann bin ich ja auch bergab jetzt nicht so schlecht. Wenn es dann technischer wird, ist das meistens dann eher das, wo ich dann so ein bisschen aussteige oder nicht so schnell bin wahrscheinlich wie jetzt du zum Beispiel. Aber wenn es so laufbarer ist, dann bin ich jetzt auch nicht so viel langsamer als du. Behaupte ich jetzt einfach mal. Das kann ich nur bestätigen von zum Beispiel dem Wintertrail. Du warst ja bergab jetzt da auch ja, genau. Langsam. Ich meine, du warst genau. Jetzt da nicht forststraßig, aber halt. Ja, und Schnee hilft auch nochmal, weil ich finde, wenn vor allem viel Schnee, wie es in dem Fall beim Wintertrail war, weil da kannst du so, das heißt, wenn du hinfallst, fallst weich in Schnee rein. Also da tue ich mir vom Kopf her extrem leicht. Aber ja, glaube ich auch. Also möchte da nicht widersprechen. Genau. Und dann geht es eben auf die Plötz rauf. Das ist dann der nächste Hügel, wo es drüber geht. Und dort war das dann, glaube ich, auch, wo mir plötzlich dann ein Kilometer 44 Schild entgegengestanden ist. Und mir gedacht habe, das habe ich mich jetzt da irgendwo verlaufen, weil es kann jetzt nicht sein, dass da Kilometer 44 ist. Das, ja, du kommst da hier wieder vorbei. Nee. Da bin ich, genau. Und das ist aber das hat mich gewundert, weil es ist in meine Laufrichtung. Weißt du, wenn du das ja, beim Rücklaufen, und das haben sie anscheinend noch nicht richtig umdreht gehabt oder sowas. Und ich habe auch die Strecke ein bisschen anders im Kopf gehabt und habe mir gedacht, dass man da eigentlich nicht mehr vorbeikommt, was ja nicht stimmt, aber und habe den dann auch, da läuft man dann irgendwie so runter und kommt dann so über eine Autostraße drüber und da ist einer gestanden, habe ich gesagt, dass es irgendwie komisch ist, dass da oben einem Kilometer 44 entgegenschaut, weil ich mir dachte, dass es irgendwie falsch ist, was sich da irgendwie geirrt hat. Aber wie du richtig sagst, war das nur, weil es haben es einfach in die falsche Richtung gedreht gehabt. Das habe ich aber zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz gecheckt.
Ja, aber es lief eigentlich gut. Also ich war dann auch bei Kilometer 21, war dann eben wieder die nächste Laberstation in Hof. Quasi das erste Mal Hof, man kommt dann auf zweites Mal hin. Und dort war ich dann in 2 Stunden. Mhm. Du hast immer noch dort habe ich dann einen guten Schnitt gehabt. Ja, voll, voll. Und ich habe mich extrem gut gefühlt. Und man muss auch dazu sagen, es hat ja auch vom Wetter her, ist eigentlich ziemlich heiß angesagt worden. Also war ja auch das irgendwie 35 Grad oder so. Aber zu dem Zeitpunkt war es noch bewölkt und eigentlich überhaupt nicht warm. Das heißt, bei euch war es in Ordnung. Weil in Wien war es ja wolkenlos quasi und hat richtig runter geheizt. Zu dem Zeitpunkt noch. Es ist dann noch wärmer geworden. Mhm. Wie spät war es? Und dort habe ich. Bitte? Wie spät war es? Da 9. Also 7 sind wir losgestartet. In ziemlich exakt 2 Stunden dürfte ich dort gewesen sein. So gegen 9 herum war es dann. Und dort habe ich dann auf dem ersten Mal Papa und Freundin getroffen, die sich dann gefreut haben, dass ich so schnell unterwegs bin. Und ja, da war die Welt noch sehr in Ordnung. Du weiter, Bruder, es wird früh gegessen. Ja, genau. Und dann, also das war auch alles noch Strecke, die mir sehr bekannt vorgekommen ist. Ich finde das immer witzig, wenn das 2 Jahre her ist und man dann diese Strecke noch abläuft und sich dann noch so oft an so viel erinnern kann. Das habe ich sehr faszinierend gefunden. Und dann kommen eben die letzten 2 Hügel oder so, bevor es dann zur Fuschelsee-Umrundung geht. Und da bin ich auch dahin geblasen wie ein junger Gott. Also bei Kilometer 25 waren dann so, da kommt man auch über eine Straße drüber und da waren so 2 jüngere Mädels mit einer Stiegelflagge, die dort an der, diese halt aufgepasst haben, wenn zum Zebrastreifen drüber gehen und die dich so euphorisch angefeuert haben, das hat mir auch irrsinnig taugt. Also auch generell die Helfer dort alle super nett und super motivierend. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass du Stiegel-Bandana oben gehabt hast. Ja, es liegt einfach an meiner bezaubernden Art. Ich glaube, das waren einfach nur, dass du auch Werbeträger warst. Ich bleibe dabei, das liegt an meiner bezaubernden Art. Natürlich. Du hast sie be- und verzaubert und sie sind in Wehmut verflossen, wie du an ihnen vorbeigezogen bist. So ist es. Sie träumen heute noch von mir. Ja. Gut oder schlecht? Das lassen wir mal so im Raum stehen. Unkommentiert im Raum stehen. Ja, und dann geht es da eben den Fuschelsee entlang auf der, das ist dann die Südseite, ist relativ flach. Ich meine, es wellt so ein bisschen, aber nicht wirklich und da kann man eigentlich, da kann man es gut laufen lassen. Das ist bis 1,30 Meter, glaube ich, geht dann bis zum Fuschel. Genau, also bei so Kilometer... Genau, bei Kilometer 30 kommst kurz nach dem Red Bull-Gebäude oder nach dem Red Bull-Hauptquartier, kommst dann raus, dann laufst du so ein bisschen die Straße entlang, bevor es dann quasi reingeht nach Fuschl, also wirklich in die Stadt Fuschl rein und dann zur dritten Labe. Beim Red Bull-Gebäude gibt es keine Labe? Nein. Also, nein. Aber es hat Red Bull-Cola en masse gegeben, also sie waren zumindest durch ihre Safteln sehr präsent. Und dort ist auch extrem gut gegangen. Also ich bin dahin gerollt und ich war dann ich habe es dir dann kurz über WhatsApp geschrieben, ich war auch in 3 Stunden dann bei Kilometer 31. Das war dann die Labestation. Mhm. Ja, wir haben dort auch mitverfolgt und haben dich virtuell angefeuert, während wir auch gelaufen sind. Ja, cool. Und dort macht man dann so eine S-Kurve, bevor man dann zur Labestation kommt und ich höre nur irgendwie so 3, 2, 1, Peng. Und dann haben wir gesagt, was ist jetzt los? Und dann bin ich draufgekommen, dass, also kurz bevor ich beim S quasi um die zweite Kurve gebogen bin, sind die 30-Kilometer-Läufer dort gestartet und sind quasi kurz vor mir losgelaufen. Die hatten dann eben den Startpunkt um 10. Ah, okay, das heißt, die sind dort gestartet und nicht dort, wo du gestartet bist. Das heißt, sie sind die Rückrunde quasi mitgelaufen. Genau. Die armen Läuferinnen und Läufer hatten die Freude, die zweite Hälfte zu laufen. Und ja, und da war ich super happy und wie wir ja im letzten Cast besprochen haben, war ja so ein bisschen die 7:30, die mir so ein bisschen vorgeschwebt wurde oder die halt so ein bisschen im Raum stand und haben gesagt, jetzt bin ich in 3 Stunden quasi bei der Hälfte. So gut wie bei der Hälfte.
4,5 Stunden noch zurück. Ich meine, mir war bewusst, es hat sich jetzt auch nicht sonderlich hart angefühlt. Es war so ein lockeres Renntempo, weißt? Und dann war ich, das muss ich ja irgendwie noch ausgehen. Ich meine, ich habe gewusst, dass der längste Anstieg noch kommen wird und dass das sicher noch knackiger sein wird, weil da mehr Anstiege sind am Schluss. Und dann hast du noch den Kapuzinerberg, der ganz am Schluss nochmal den Zahn zieht. Also, dass das jetzt keine 6-Stunden-Geschichte mehr wird, war mir auch schon klar. Naja, warum, wenn du nach 3 Stunden bei der Hälfte warst? Ich meine, wir wissen ja, dass die zweite Hälfte nur mehr nach Hause, nur mehr bergab geht und dass es immer schneller wird. Immer negativ split. Ja, also mir war, und ich habe da aber auch schon zu dem Zeitpunkt mir durchaus geliebäugelt, dass ich jetzt Sub 7 nicht für unrealistisch halte. Ja, zumindest habe ich das damals noch gedacht. Und dann sind halt so ein bisschen die Aspekte gekommen, warum halt die Rückrunde schon ein bisschen schwieriger wurde als die Hinrunde. Also einerseits ist dort die Sonne rausgekommen, das heißt, die Wolken waren weg. Das heißt, du hattest dann ziemlich runtergebrannt. Was halt schon ein Problem war, weil du relativ oft dann auch über freie Flächen gelaufen bist. Und da hat die Sonne halt dann schon ihre volle Kraft entwickelt und das, ja. Das ist immer noch nicht am See quasi. Ja, genau. Also, genau. Und dann waren eben diese 30 Kilometer Läufer, die ich da gerade erwähnt habe, dann spielen dann quasi auch noch eine elementare Rolle, weil du jetzt natürlich in die hineinlaufst und die nördliche Seite des Fuschlsees sind teilweise dann doch relativ schmale Single Trail Wanderwege, die du da entlangläufst. Das heißt, du musst jetzt ständig anlaufen, wieder 3, 4 überholen, dann stoppst du wieder. Dann sagst du wieder, Entschuldige, ich würde gern vorbei. Und du laufst ja quasi vom hintersten, vom langsamsten 30 Kilometer Läufer, überholst halt so ständig die Leute, damit du da halt irgendwie weiterkommst. Heißt, du kannst doch nicht wirklich, kommst halt dann auch nicht mehr wirklich in deinen Rhythmus rein, sondern hast da so ein bisschen ein Wettkampfintervalltraining dabei. Das heißt, das ist nicht die optimale Aufteilung. Ja, es ist halt, für den Läufer selbst ist sicher die schwieriger dann. Ja, wird es dann sicher ein Eck schwieriger. Ja, also wenn die jetzt eine Stunde später starten würden, dann wären wahrscheinlich dann auch langsamere, die von hinten kommen. Das heißt, die hätten das Problem dann nicht so schlimm. Weil wahrscheinlich mitunter. Und dann kommen. Nachdenken. Ja. Ich tue mir das immer schwer mit Urteil, weil die werden schon einen Grund haben, warum sie das um 10 ansetzen. Und ja, wenn ich da jetzt jammer, dass ich da vielleicht ein paar Minütchen verloren habe, das soll so sein. Es kommen dann halt auch noch die Marathonläufer sind auch noch dazugekommen und es war halt dann schon relativ ein vollgepackter Trail am Weg zurück. Das war sicher einer der Aspekte, die Rückrunde dann neben dem Wetter definitiv noch schwieriger gemacht haben, herausfordernder gemacht haben. Aber das war am Anfang eigentlich gut. Ich meine, auf der anderen Seite motiviert das wieder, wenn man ständig Läufe überholt, wenn man sich so ein bisschen wie ein junger Gott vorkommt und da mit Leichtigkeit und schon 30 Kilometer in den Beinen an Leute vorbeidänzelt, die erstmal gerade 1 oder 2 Kilometer in den Beinen haben. Da fühlt man sich, das baut schon so ein bisschen sein Ego auf. Also das kann ich auch nicht abstreiten. Wahrscheinlich wollten sie aber auch, dass die 62er und die 30er gleichzeitig ins Ziel kommen, die schnellsten. Ja, es geht nämlich ungefähr so aus, dass sie beide gleichzeitig da sind. Ja, wahrscheinlich schon. Und wenn es halt wirklich schnell bist und dann könntest du es noch vor ihnen schaffen, dann wäre es sicher angenehm. Aber ich war quasi der Erste oder einer der Ersten, die quasi in ihnen reingelaufen sind. Und das war dann halt ein bisschen, vor allem am Anfang, mit der Zeit geht es dann dann werden die Wege breiter und so. Aber, das heißt, du hast einfach schlecht getimt und hättest ein bisschen mehr Gas geben müssen. Anscheinend. Muss man wieder alles vorbereiten für dich. Ja. Hast du mir nichts gesagt? Hast du gesagt, du hast jemanden mit, du brauchst nichts. Ist ja in Ordnung. Ja, und das machen. Und das kam halt dann auch noch zu, dann war ich für die Support-Crew, war ich dann zu schnell, weil die haben dann noch auf meine Schwester in Hof, also in Hof 1 quasi gewartet, bis die dann durchgekommen ist, war ich schon wieder quasi, dann waren sie am Weg nach Fuschl und kurz bevor sie in Fuschl reingekommen sind im Auto, war ich quasi schon wieder weg. Ja, das war dann. Warten können, oder?
Na. Naja, du bist nochmal nach Hof gekommen. Ja, aber sie wollten dann quasi meine Schwester in Fuschl abklatschen und haben gehofft, dass sie mich noch erreichen. Und so sehr ich mich freue, dass sie da sind, aber für meine Schwester ist der erste große lange Lauf und ich glaube, da ist die Unterstützung wichtiger als ich, der das jetzt schon mehrere Male gemacht hat. Und da habe ich meine Bedürfnisse hinter die Bedürfnisse. Das ist die eleganteste und altruistischste Art zu sagen, passt schon, ich bin heute das Kind, um das euch nicht so scherz. Das hast jetzt du gesagt. Na, ich habe nur gesagt, das ist die eleganteste Variante gewesen. Genau, und dann laufen wir eben diese Fuschelsee-Runde fertig und da so ab Kilometer 37, 38 hat es dann schon angefangen, ein bisschen zacher zu werden. Da geht es dann auch Richtung rauf. Also da bist dann im Fuschelsee und dann geht es da irgendwie einmal ein paar Höhenmeter rauf, so 100 oder. Ja, das war aber noch kurz bevor es rauf geht, der Laufstück wegen an der am westlichsten Punkt da irgendwie bei diesem Hotel vorbei, Jagdhof da auf der Flussseite, ja. Kurz bevor du zum Schloss Fuschl kommst. Und da ist halt das war komplett im Freien, gerade irgendwie so dieses Schotterding. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, die Hitze ist aber schon ein bisschen zart. 36, 37, na schau. Ja. Du steckst mich an mit deinem Ding da, also mit deinem 36 Kilometer, ich schweige so. Jetzt Ding. Ja, aber das ging noch irgendwie, dann habe ich mir halt, bis dahin habe ich mir eigentlich zwischen den Labestationen nicht wirklich ein Gels reingepfiffen oder so, da habe ich mir gedacht, okay, ja, jetzt spüre ich es halt auch schon ein bisschen, jetzt muss ich halt anfangen, auch ein paar Gels so mir reinzupfeifen. Dann habe ich halt die Füße wieder in die Hand genommen und bin halt wieder weitergelaufen. Dann kommt man da immer, das, was man vorher runtergelaufen ist, läuft man dann eben wieder rauf und läuft da eben wieder nach Hof, zu Hof 2, quasi zu Kilometer 2. Kommt dir da eigentlich noch irgendjemand entgegen? Ja, das sind nicht viele, aber es sind doch noch einige entgegengekommen. Ich habe sogar kurz vor Fuschl auch schon, bilde ich mir ein, 109 Kilometer Läufe überholt. Okay. Aber ich war vor dem ersten 109 Kilometer Läufer im Ziel. Sogar relativ weit vor ihm. Ich habe ihm dann einlaufen können. Ja, aber die sind auch, ich habe geschaut, die haben sie nicht so getimt, dass sie gleichzeitig ins Ziel kommen, sondern irgendwie 2 Stunden später. Ja. Also es sind nach dem 2 Stunden, nach dem ersten 62er ist der erste 109. Ja, genau. Den habe ich dann einlaufen sehen und habe ihm zugejubelt. Genau, und dann laufen wir eben da wieder nach Hof zurück und da habe ich mir schon gedacht, oh ja, das können jetzt noch spannende 20 Kilometer werden. Also da jetzt nochmal 10 zusammenbeißen und nochmal alles geben, eben für die möglicherweise sub 7 oder so irgendwie zwischen 7 und 7.30. Da war eigentlich auch so der Punkt, wo ich so ein bisschen gedacht habe, ich revidiere das auf 7 bis 7.30, weil ich dann schon gemerkt habe, dass die Hitze jetzt das Ganze nicht einfacher macht. Und genau, und soweit ich mich dann eigentlich auch ans Höhenprofil erinnern konnte, war es so, dass man jetzt dann noch ein paar so Hügel hat und das dann nochmal bergauf geht bis zur vorletzten Labe eigentlich, weil dann, danach, das habe ich auch nicht gewusst, dass die dürften sich auch, glaube ich, spontan eingeschoben haben, gab es noch vom Kapuzinerberg eine und da habe ich gedacht, okay, jetzt die nächsten werden nochmal schwieriger und dann geht es eigentlich von der letzten Labe aus von der Labe bei Kilometer 52, dann eigentlich nochmal hauptsächlich nur noch bergab. Bergab, my ass. Da war es dann extrem, zwischen 42 und 52 war es dann teilweise schon wirklich zart. Die Hitze hat runterbrannt. Es war dann auch teilweise, fand ich dann technisch schwieriger als jetzt bei der Hinrunde. Was der dritte Grund war, warum ich glaube, dass die Rückrunde schwieriger war oder mehr Kraft gekostet hat oder dann auch länger gebraucht hat als die Hinrunde. Und da ist ein paar Mal recht böse auch bergauf gegangen, wo ich dann schon mit mir gekämpft habe. Ich habe auch am Tag davor beschlossen, ich lasse die Stecken daheim. Ich mache das ohne Stecken, weil ja, ich laufe das eh alles durch.
Ja, ich hab halt die Rückrunde so noch nicht gekannt und so auch vom Profil her hat sie jetzt nicht so viel wilder ausgeschaut als die Hinrunde. Und Naja, das schauen schon, ein paar Anstiege sind da, schauen da schon sehr knackig ja, aus. eh, aber es hat sich dann laufend hat sich knackig angefühlt, als dann wirklich so, als dann, als es auf dem Höhenprofil, finde ich, zu sehen war. Aber wenn du sagst, du hast die Stecken weggelassen, weil du läufst, also das heißt, du nimmst Stecken nur, wenn du nicht läufst. Ja, also wenn ich brauche sie vor allem bergauf, um mich quasi raufzuarbeiten, wenn sie dann steil wird und wenn es technisch wird. Interessant. Und wenn es quasi so ein bisschen laufbarer ist, so wie, keine Ahnung, nimm ein Wutt her, da würde ich den, also wenn es dann wieder extrem lang wird, dann schon, weil um halt dann aufrecht zu bleiben und weil man halt dann mit der Zeit so ein bisschen quasi ermüdet im Bauchmuskelbereich und dann quasi das ein bisschen zu abzufangen, dann machen Stecken irgendwann schon wieder Sinn, finde ich. Aber wenn man jetzt die Wutrunde, diese 52 Kilometer, in nur eine Runde machen würde, würde ich jetzt ehrlich gesagt keine Stecken mitnehmen, weil für eine Runde kannst du das meiste dann eigentlich auch langsam rauflaufen. Und solange ich das langsam rauflaufen kann, lasse ich dann die Stecken daheim. Interessant. Ja, da haben wir sehr unterschiedliche Ansätze. Genau. Und dann, was mich auch noch so ein bisschen verwirrt hat, war, dass ich mir eingebildet habe, dass wir mit meiner Schwester am Tag davor besprochen haben, dass die letzte Labestation, da bin ich mit 52, in Koppel war. Und da hat man halt immer so Schilder gesehen, Koppel in diese Richtung, und auf einmal war Koppel in die andere Richtung. Und dann dachte ich, was jetzt? Dürfte ich offensichtlich an Koppel vorbeigelaufen sein? Heißt das jetzt, ich hab irgendwie die Labestation verpasst? Und in dem Moment hat mich dann meine Freundin angerufen, um zu sagen, dass sie jetzt schon in Salzburg ist und wo ich gerade bin, wie lange ich noch brauche, und sie wartet halt jetzt schon im Ziel auf mich. Und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, wo ich bin irgendwo kurz vor Koppel herum, irgendwie diese verdammte letzte Labestation kommt nicht. Und dann habe ich gesagt, aha, okay, passt. Und dann habe ich aufgeregt und habe ich da so ein bisschen in den Wald hineingeschrien, wo ist diese, viele nicht jugendfreie Wörter habe ich dann benutzt, wo ist diese verdammte Labestation? Und dem Moment gehe ich um die Ecke und genau da war sie dann. Und alle haben es gehört in der Labestation und haben sich Nein, gedacht, das glaube ich der nicht. Das glaube ich nicht. sichert nichts. Das glaube ich nicht. Und da war ich dann halt schon, da hat mich die Hitze dann auch schon so ordentlich gepackt gehabt. Und ich bin ja auch einer, der sich schwer tut mit Hitze. Also der Hitze ist was. Kälte macht mir nicht so viel aus, aber Hitze ist so ein bisschen mein Kryptonit. Also da gefühlt, da tue ich mir schwerer als mit Hattest Kälte. du eigentlich eine kurze oder eine lange Hose an? Natürlich hatte ich eine kurze Hose an. So wie jetzt auch die vielen Läufer des Virtual Runs, die uns zu einem glorreichen Sieg geführt haben werden. Ich habe den Jordi auf meiner Seite. Ja, aber ich meine, der Jordi läuft viel und der Jordi ist gut, aber er kann gegen die Armee der Kurzhosel halt auch nicht ankommen. So gut ist er nicht. Das muss einfach gesagt werden. Wiedersehen, Sparta! We are Sparta. Egal. Und dort habe ich mich dann auch, okay, da habe ich auf die Uhr geschaut, eigentlich habe ich mir gewünscht, dass ich so bei 5 Stunden 30 oder so, habe mir gedacht, wäre cool, wenn ich dort bin, weil dann wäre sich auch irgendwie dieses 7-Stunden-Ding eventuell noch ausgegangen. Da habe ich mich dann aber ein bisschen verkalkuliert. Ich war dann irgendwie nach 5 Stunden 50 so ungefähr bei der letzten Lage. Und da bin ich mir schon relativ sicher, dass ich die letzten 11 Kilometer jetzt auch nicht so in der Stunde schaffen Bei werde. der letzten, bei der Kehlbauer Labe warst du bei 5,49 und da kommt ja noch eine. Ja, genau, von der habe ich eben nichts gewusst. Das ist die Ah, okay. vom Kapuzinerberg, deswegen war das für mich immer die letzte Ah, Labestation. okay. Und okay, das wird sich wahrscheinlich nicht ausgehen, aber die 7 Stunden 30, die sollten schon noch irgendwie drinnen sein. Ich hatte im Kopf, dass es eben mehr bergab geht, dass es eigentlich jetzt nur noch bergab geht, weil dann so eine Unwahrheit ausgestellt hat. Haben wir da dort nochmal gemacht, ich nehme da noch kurz einmal 3 Minuten Zeit. Mich hingesetzt, habe mir so ein Red Bull Cola oder so irgendwas zwischen die Backen geschmissen, habe was gegessen, habe halt nochmal so ein bisschen tief durchgeatmet und gesagt, jetzt nochmal kurze Ruhe vor dem letzten Sturm quasi, und bin dann los. Und wenn du aus der Lava rauskommst, geht es da immer super. Und dann hast du halt nochmal einen echt fiesen Anstieg, da habe ich,
da habe ich dann schon die Hitze gespürt. Da ist auch ein Moment, wo dann auch bei mir immer so, da, wo du dann auch im Kreislauf so ein bisschen spürst, dass der sich jetzt ein bisschen links und rechts dreht und dass sich alles so ein bisschen so wie halb auf Drogen anfühlt. Ich weiß es nicht. Das war nochmal richtig hart darauf. Vor allem, weil ich auch da nicht locker lassen wollte. Also ich habe echt die ganze Zeit versucht, nicht locker zu lassen und da echt am Drücker zu bleiben, damit dann noch eine gute Zeit rausschaut. Und auch deswegen, weil du mir gesagt hast, dass wenn man so um die 37 bleibt, dass man dann letztes Jahr zumindest Top 20 war. Also zugegebenermaßen, das war auch was mich immer motiviert gelassen hat. Gerne. Ja, danke, Peter. Und dann laufen wir da eben rauf auf diesen letzten großen Berg da, dessen Namen. Ja, genau. Und da hat man eine echt schöne Aussicht über Salzburg. Ja, das sind da war 1000 Meter. Also da, ja, genau. Das ist, glaube ich, der höchste Punkt. Ja, genau. Und da oben war dann ein Fotograf und den habe ich dann gefragt, ob ich da jetzt wirklich ganz oben bin. Und er hat gesagt, er glaubt schon. Und da habe ich ihm gesagt, wenn er nicht richtig liegt, ob ich dann ein Bier von ihm bekomme. Das glaubt er nicht, weil er sitzt dort noch die ganze Nacht und hat keine Möglichkeit, mir das Bier zu zahlen. Aber ich meinte, ich nehme es auch morgen. Aber da war ich dann schon zu weit weg, dass er das gehört hat. Ja, und von dort ging es dann bergab. Und das war halt auch, für meine Verhältnisse fand ich, habe ich halt bergab auch echt nie locker gelassen. Das war einer so der Punkte, auf die ich schon ein bisschen stolz war auf mich. Ich habe da echt noch viele Leute überholt, viele 30-Kilometer-Läufe überholt, was mich dann halt auch nochmal, auch wenn es jetzt nicht die Top 30-Kilometer-Läufer waren wahrscheinlich, aber das hat schon noch gezeigt, dass da schon noch was in den Beinen war. Und was aber auch wiederum das Problem war, dann jedes Mal, wenn es ein bisschen enger geworden ist und ein bisschen technischer, dann sind halt ein paar Leute von dir dann runtergegangen. Dann hast du wieder stehen bleiben müssen, hast du wieder irgendwie. Ich finde es auch immer so unangenehm, wenn es dann so besonders aggressiv vorbei willst. Das ist das, was mich selber auch immer so wahnsinnig nervt an diesen Trail-Wettkämpfen. Wenn sie dann so, wie auf der Autobahn, wenn sie dann quasi hinten auflaufen, dann hinten in die Fersen, gerade dass dann nicht auf die Fersen draufsteigen und bei jeder Gelegenheit dann irgendwann wieder vorbei. Mich persönlich stresst das und da will ich halt auch. So will ich halt auch nicht sein. Das heißt, ich bin versucht dann halt rücksichtsvoller zu sein und dann halt auch ein bisschen Abstand zu halten und dann bei einer Gelegenheit relativ unproblematisch an dir vorbeizukommen. Das ist aber manchmal, finde ich, halt auch nicht leicht, weil wenn du dann auch diese Zeit irgendwie im Hinterkopf hast, dann denkst du auch jetzt, geh kurz zur Seite und lass mich einfach runter. Das ist so ein bisschen die, Spalte, die ich da immer habe. Ich bin da, glaube ich, eher einerseits auf der kompetitiveren Seite, weil Zielzeit habe ich immer irgendwo im Kopf und ich laufe eigentlich ganz oft jemanden wirklich quasi relativ knapp auf, aber gar nicht, weil ich den jetzt überholen will, sondern ich laufe einfach im Gleichschritt hinten nach. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass es den einen oder anderen stresst. Ja, und ich meine, du hast halt vielleicht auch ein bisschen ein besonderer Fall, weil du halt auch bergab relativ schnell bist. Und da jetzt, du bist es dann in dem Sinne halt auch gewohnt, weil jetzt nichts, zumindest wenn du mit uns laufst, in dem Umfeld, wo du dann bist, wahrscheinlich einer der schnellsten bergab bist. Und dann bist du es halt irgendwie auch gewohnt. So sehr bin ich es jetzt nicht gewohnt, dass ich so viele Läufer jetzt bergab. Das stimmt, auflaufe. Du bist echt flott gewesen, eben, habe ich jetzt gerade angeschaut. Das waren 40 Minuten zwischen den zwei Labestationen. Und das sind doch 7 Kilometer. Das heißt, du bist aber noch immer 8 Kilometer. In 40 Minuten, also. Ja, muss aber merken. Ja, dann am Schluss geht es halt relativ viele Stiegen bergab, was einerseits auch ganz gut ist, aber andererseits auch irgendwie, ich hätte mir gewünscht, wenn es ein Weg wäre. Das hat mich auch ein bisschen so an Matera erinnert. Nur halt nicht ganz so steil und nicht ganz so krass. Ja, und dann kommst du dann halt irgendwann nach Salzburg rein. Da war dann auch mal so vor der Labe noch so eine Mini-Labe, wo so kleine Kinder Wasser ausgeschenkt haben. Das habe ich dann dankend angenommen, weil ich sowas immer wahnsinnig süß finde, wenn sich so Einheimische da quasi in dem Lauf beteiligen. Und deswegen versuche ich das auch immer so ein bisschen zu unterstützen, soweit es mir halt möglich ist in dem Moment. Und in dem Moment war ich froh, dass das Wasser da war, weil ich eben auch noch nicht von der letzten Labe gewusst habe. Und
laufen wir nochmal durch Salzburg durch und mir war auch schon bewusst, weil ich das aus dem Jahr davor kannte, da ist man dann auch nochmal über den Kapuzinerberg drüber und der ist nicht, da geht es nicht lang rauf und auch nicht lang runter, aber er ist wirklich fies. Es sind viele Stiegen, es geht relativ steil rauf. Also auf das habe ich mich schon noch eingestellt. 50 Höhenmeter. Also das sind 150 Höhenmeter, das ist nicht nix. Ja, genau. Und das ist, du bist ja, brauchst du ja nicht einmal einen Kilometer oder so, bis du über den drüber bist. Mhm. Wenn ich das so, genau. Ja, der hat 20%ige Steigungen auch drinnen und so. Ja, genau. Also der ist schon, der hat es ordentlich in sich. Und ich war dann eben vor dieser letzten Labestation, die halt kurz vorm Kapuzinerberg war, war ich bei fast exakt 7 Stunden. Und dann habe ich gedacht, okay, eine halbe Stunde, das ist jetzt nicht unmöglich, aber du kannst doch nicht quasi da jetzt rauf bummeln und es schleifen lassen. Du musst schon noch quasi am Drücker bleiben. Und dann bin ich da diesen Kapuzinerberg rauf und da sind eben wahnsinnig viele Stiegen und das ist auch so ein bisschen tückisch, weil zwei, drei Mal glaubst du halt schon, du bist ganz oben. Das habe ich das letzte Mal geglaubt, also vor 2 Jahren. Und auf das habe ich mich auch schon so ein bisschen eingestellt gehabt. Also in dem Sinne war es sicher ein Vorteil, dass ich da schon mal rauf bin. Und habe mich dann halt raufgearbeitet und da, der war echt hart. Also dann, das ist einer der wenigen Malen, die ich mich erinnern kann, wo ich bergauf dann kurz, bevor es ganz oben war, echt kurz mal stehen geblieben bin und mal so ein paar Sekunden eingeatmet habe, weil ich mir doch schon den Kreislauf sehr stark gespürt habe. Und mal gesagt habe, jetzt oder nie, jetzt gilt es da keine Schwäche zu zeigen, da musst du jetzt durch und jetzt bist eh gleich im Ziel, scheiß dich nicht so an. Und auch wieder so wie beim Barcelona-Marathon, immer wieder so, heute ist dein Tag, heute schaffst du das, diese depperten 37 da irgendwie zu knacken. Und dann ist kurz bevor du oben bist, gehst dann so über so eine Metalltreppe, das habe ich auch schon gewusst, dann bist du eigentlich fast oben und dann geht's runter und das war halt auch über sehr viel Stiegen. Und glücklicherweise immer wieder neben den Stiegen so ein bisschen Weg. Und jetzt bin ich da neben den Stiegen am Weg, weil du jetzt schon schneller bist als bei Stiegen, da immer wieder so runter und habe eigentlich auch runter relativ drauf gedrückt für meine Verhältnisse. Und ich fand, dass das recht passable Downhill-Skills waren. Da war ich dann nochmal ein bisschen stolz auf mich. Ja, kannst du auch sein. Danke. Und dann kommt man da eben runter und dann ist, bevor man dann wieder zu Salzach kommt, das letzte Mal, da quasi am Kapuzinerkloster vorbei, durch oder so, sind es auch nochmal unendlich viele Stiegen. Also ich hatte auch passend zu den vielen Stiegen das Madeira-Weiberl an, als ob ich es gewusst hätte oder geahnt hätte. Und dann kommt man da eben zur Brücke, zur Staatsbrücke, wenn ich das richtig sehe. Und da war ich dann, da hatte ich dann auf der Uhr 7:22 und da habe ich schon gewusst, es ist nur kurz in die Innenstadt rein, irgendwie so rechts, links, rechts und dann bist du im Ziel, da habe ich gewusst, also die 7:30 kannst du mir jetzt schwer noch nehmen. Also es waren irgendwie noch eine Rechtskurve, eine Linkskurve, eine Rechtskurve, eine Linkskurve, eine Rechtskurve und dann war man im Ziel. Und das Doofe war aber, dass man da durch die Innenstadt musste und die haben jetzt natürlich nicht die ganze Innenstadt für diese paar popeligen Mozartläufer gesperrt. Das heißt, man hat ein bisschen Schlangen laufen müssen durch die Touristen. Und dann zwischen den Touristen in der Ferne quasi den einen Ordner suchen, der ein gelbes Ordnerleiberl anhat, der ihm dann zeigt, ob man jetzt links, dass man abbiegen muss quasi, weil wenn man da reinläuft in die Stadt, schreit der ihm entgegen, dort abbiegen, wo Ordner stehen. Und das heißt, du bretterst da irgendwie durch die Innenstadt durch, schlängelst dich an den Touristen vorbei und suchst halt den einen Ordner, der dann anzeigt, dass du jetzt eben bei der nächsten, dass dort, wo er steht, dass du eben links oder rechts musst. Mhm. Ja, das hat dann aber auch irgendwie funktioniert. Ich dachte, du wolltest deinen Senf dazu abgeben. Nein. Und das hat dann auch dementsprechend gut funktioniert und dann laufst du dann nochmal so um den Dom herum und eben ins Ziel rein und als ich dann gesehen habe, dass wie ich durchs Ziel durch bin, dass da ein 7:26:26 oben steht, war ich vielleicht klein wenig glücklich und zufrieden mit mir und der Welt. Das kannst du sehr und, sein. Und vielleicht ein bisschen das kannst du auch bitte? Sehr sein, weil Sub ja. 37 ja. Und Gesamt 21.
22. Nein, 22. bei den Männern und 26. insgesamt, weil das passt nämlich so gut. Es ist 7, 26, 26, 26. Das ist relativ leicht zu merken. Nicht zu vergessen, 18. in der Altersklasse Junior. Ja, ich bin noch ein junges Bürschchen. Weil. Mit meiner fast 35 Jahre. Oh mein Gott. Und dann hat sich halt auch noch so ein bisschen mein Kreislauf gemeldet und gedacht, oh, jetzt bist du aber schon schnell stehen blieben. Und dann bin ich so irgendwie in dieses letzte Zelt da rein, das letzte Labezelt, habe mich dann hingesetzt, habe mir von meiner Freundin und meinem Papa diverseste Getränke, zuckerhaltige Getränke erbringen lassen, habe die in mich hineingeleert und haben wir halt ein bisschen gequatscht und ich habe halt so ein bisschen das erzählt, was ich jetzt auch erzählt habe. Und dann nach so einer halben Stunde habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist mal Zeit aufzustehen, steh auf und habe mich dann echt für 2 Minuten an meiner Freundin festhalten müssen, weil ich, hat mir schon ein bisschen Draht, muss ich sagen. Also da habe ich dann schon gemerkt, dass das jetzt nicht so unanstrengend da war, was ich da jetzt geleistet habe und auch mit der Hitze jetzt nicht so einfach. Aber nichtsdestotrotz, war ein Ziel. Sehr fein. Hat er sehr brav gemacht, vor allem wenn man sich nämlich bedenkt, du bist nur eine Stunde 47 nach dem Sieger ins Ziel gekommen, der wiederum 22 Minuten Vorsprung gehabt hat auf den zweiten. Und der Julian Beuchert, der gewonnen hat, ist ganz, ganz nebenbei, so halb Ironman, World Championship ist er mitgelaufen und Long Distance Amateur World Championship. Also das ist jetzt dann nicht jemand, der gerade zum Laufen angefangen hat. Und er hat beim Mozart ja auch das Jim Walmsley Outfit getragen mit dem zerschnittenen T-Shirt. Ah, das habe ich, den Typen, also ich habe jetzt namentlich sagt er mal nichts, aber an das T-Shirt kann ich mich erinnern und ich auch an den Gedanken, dass ich mir gedacht habe, schau, das hat er sich sicher beim Jim Walmsley abgeschaut. Der ist beim Start vor mir gestanden. Ja. Offensichtlich. Aber da habe ich ihn nicht mehr gesehen, da war er sich schon längst geduscht und gestriegelt. Aber er ist auch Profisportler, also der macht sonst nichts. Der kann halt sonst nichts. Ja. Ja, ich kann halt dann noch viel mehr als er. Genau, und um die Geschichte dann so ein bisschen abzurunden, dann war eben duschen und so und dann kam mir meine Schwester, also ging es darum, wann kommt jetzt meine Schwester ins Ziel und ihre Zielzeit war zumindest sub 10 Stunden ins Ziel. Ja, 9:58, 2. Genau, das hast du leider verraten, aber die Geschichte war ja viel dramatischer eigentlich, weil wir sind dann duschen, wir sind ins Ziel zurückgekommen, dann haben wir Eis gegessen und so gegessen und Bier getrunken und so. Und dann war es halt so, die letzte halbe, dreiviertel Stunde, bevor dieses 10 Stunden eben umgewesen wäre. Und wir haben ja Shoutout zu raceme.com. Wir haben ja meine Schwester diese App am Laufen gehabt. Das heißt, wir haben sie ja kontinuierlich verfolgen können. Und sie war bei der letzten Labe, ich weiß es nicht mehr ganz auswendig, aber sie war ein bisschen hinter der Sub 10. Da lass es 5, 6, 7, 8, 10 Minuten irgend sowas sein. Und das hat sie dann wieder ein bisschen hat sie das aufgeruht, dann hat sie wieder ein bisschen verloren. Und im Endeffekt war sie vorm Kapuzinerberg, also sie war bis 3 Kilometer oder 4 Kilometer vom Kapuzinerberg irgendwie 5 Minuten hinten, hat dann quasi mit dem Downhill nach Salzburg rein das Ganze wieder irgendwie aufgeholt und war dann bis kurz vom Kapuzinerberg irgendwie 2 Minuten davor, hat aber dann durch das Rauflaufen natürlich wieder verloren und war quasi so ab Kapuzinerberg runter 2 Minuten hinter dieser Sub 10. Und dann haben wir schon gedacht, hui, das könnte ein bisschen knapp werden. Und ist dann eben runter und da geht es halt auch, es geht halt relativ steiler vom Kapuzinerberg runter, das ist halt, muss man auch dazu sagen, und dann halt die ganzen Stiegen. Und sie hat dann quasi bis zum letzten Kilometer so, und sie hat dann irgendwie im letzten Kilometer diese ganze Zeit dann irgendwie nochmal aufgeholt und ist dann eben ein bisschen was über eine Minute vor dieser Sub 10 ins Ziel hineingedonnert. Und war dementsprechend ebenfalls leicht erfreut, das Ziel so schnell gesehen zu haben. Mhm. Ja. Auch hier große Gratulation. Famose Leistung. Und immer auf der Strecke bleibend. Ja, es ist ja nicht eher alltäglich, dass wir als Familie immer auf der Strecke bleiben. Deswegen habe ich quasi zum Zeitpunkt des Herauskommens des Podcasts dich morgen bei der Feitsch dabei,
damit ich den Weg wirklich auf schnellstmöglichen Weg ins Ziel finde. Ja, es wird sowieso ein sehr spannender Lauf, weil die Feitscher so ist, dass es zuerst irgendwie 27 Kilometer bergauf geht und dann das gleiche bergab. Ja. Jetzt ist die Frage, wie viel kannst du vor mir sein, bis wir oben sind, dass wir gleichzeitig wieder unten sind? Naja, das nur runter ist halt auch so ein bisschen, also es wellt dann schon hin und wieder mal so ein bisschen, also das, so ganz, ganz so schlimm ist nicht. Ich hab mir letztes Jahr auch gedacht, geht's halt nur bergab. Aber ganz so ist es halt auch nicht. Ja, wir werden es ja auch sehen. Ja, wir werden berichten. Wir werden berichten in voller Länge und Lautstärke, wie wir das gerne tun. Ja. Auf alle Fälle großartig die Leistung beim Mozart. Den möchte ich mir auch irgendwann anschauen. Also ich möchte da kurz nochmal resümieren. Zum Lauf selbst, ich finde das eine wunderbare Veranstaltung, weil ich habe dran gedacht, weil sie letztens auf einen Feedbackbogen ausgeschrieben und ich ihm genau das reingeschrieben habe, dass ich bin bei der ersten Auflage des Laufs dabei gewesen, eben vor 2 Jahren und jetzt wieder, also zum dritten Mal. Und sie haben einfach nicht ihren Charme, dieser Lauf hat einfach nicht seinen Charme von, es sind alle Helfer nett, sind die Veranstalter nett, weil meine Schwester ist erst spät am Freitag am Abend gekommen und hat hingemailt, dass ob ich ihre Startnummer nicht leicht holen könnte, und das ist überhaupt kein Problem. Und das war auch dort überhaupt kein Problem. Sie haben nach dem Lauf kriegt jeder, und das finde ich so gut, kriegt jeder Finisher ein Finisher-Foto von sich. Also der Fotograf macht beim Zielanlauf ein Foto und das kriegt man eingerahmt, kriegt man das überreicht ohne zusätzliche Kosten. Oh, das Finisher-T-Shirt muss man sich mittlerweile kaufen, was ich auch ganz gut finde, weil für die, die es wollen, finde ich es gut. Ich brauche nicht bei jedem Lauf ein Finisher-Shirt, aber dieses Foto ist einfach schwer genial. Man sieht mich, wie ich, du kannst dann vielleicht, ich kann dein Foto schicken davon oder so und kann dich schon noch packen. Man sieht mich, wie ich leidend die Uhr abdrücke. Und das, finde ich, passt einfach auch ganz gut zu meinem Gefühl zu dem Zeitpunkt. Und ich finde, der hat einfach nicht seinen Charme verloren. Also ich finde, der ist einfach durch die Bank weg sehr empfehlenswert. Das einzige Manko, was ich so ein bisschen finde, ist, wenn man sich den GPS-Track irgendwie von der Webseite sagen will, muss man doch eine Odyssee durch. Das ist das Einzige, was ein bisschen negativ aufgefallen ist. Aber ansonsten ist der Lauf einfach durch die Bank durch empfehlenswert. Und der ist auch, finde ich, für Einsteiger relativ gut, weil er halt jetzt nicht einfach ist und durchaus fordernd ist, aber jetzt auch nichts exorbitant Schwieriges ist, was jetzt unmöglich ist zu schaffen. Ja. Ja, und der ist auch nicht hochalpin, also sehr, sehr, sehr waldlastig. Ja. Das alles nach, muss man mal gemacht haben. Ja. Und auch so noch ganz kurz zusammenfassend, ich finde auch, dass die wieder mal die Versorgungsstrategie funktioniert hat. Also ich habe irgendwie, bis auf das, was ich bei der Labe konsumiert habe, wo die Laben auch wunderbar, Wassermelone, Orangen, Nüsse, dann haben sie solche Gels und Riegel von Ultra Gel, irgendwie so, die verhältnismäßig gut sind. Und ich selbst habe irgendwie 3 Gels und 2x Tailwind genommen. Wie hat sich dieses Tailwind verhalten? Gut, ich hatte Naked, da war ich äußerst positiv überrascht. Das ist bis jetzt mein Favorite, weil das ist quasi geschmacklos und hat auch nicht diesen süßen Geschmack. Das war extrem geil. Und die zweite weiß ich jetzt gar nicht, was ich benutze. Was? Mandarin-Orange, glaube ich. Also irgendwas säurelastiges. Ja, das war okay. Aber dieses Naked war jetzt wirklich geil. Und für den, ich habe mir jetzt auch schon für die Feitsch oder dann auch für das Woche drauf, für das UTMB-Ding, so ein Naked-Ding bestellt, weil das echt geil ist. Mhm. Das ist schon echt gut. Und ja, hat wunderbar funktioniert und auch mit der Hitze, obwohl es natürlich anstrengend war, bin ich eigentlich verhältnismäßig dann eher noch gut zurechtgekommen. Also durch die Bank weg, sehr positiv, war ich sehr begeistert von mir selbst. Das Einzige, meine Muskeln haben das dann am nächsten Tag nicht ganz so leibend gefunden und es hat relativ lange gedauert, bis ich das irgendwie sogar bis heute habe ich das Gefühl, bis ich den Lauf so wirklich verdaut habe. Also ich hatte dann eigentlich eine relativ normale Trainingswoche danach, weil das ja nur so ein bisschen eine Vorbereitung für das UTMB-Ding war, das, von dem wir letzte Woche schon berichtet haben. Und
Die Woche war das durchaus gezeichnet von schweren Beinen und Verfehlungen der Intervallvorgaben, Intervallwünsche, die ich so an mich selbst hatte. Waren es keine eingeteilten Intervalle? Doch, aber so von dem, was am Plan stand, habe ich da ein bisschen runtergehen müssen. Ich habe auch am Freitag, war ich so ein Dauerlauf mit so zwischendurch Schnelligkeit reizen geplant. Den habe ich dann irgendwie komplett sein lassen und bin immer einfach im Dauerlauf durch, weil ich echt noch gemerkt habe, dass mir für die ganz schnellen Kilometerzeiten noch die Schmackes in den Beinen fehlt. Mhm. Also man hat schon gemerkt, dass wenn man so, ich sage jetzt unter Anführungszeichen mal so eine kürzere Ultradistanz halt wirklich knackig und am Anschlag läuft, das braucht dann schon ein bisschen, bis man verdaut. Heute beim langen Lauf, den ich hatte, fand ich es wieder okay. Aber eigentlich so bis gestern, vorgestern, meinte ich es noch gespürt zu haben. Das kann ich mir gut vorstellen, weil du bist das ganze Jahr auch in einer 7er Pace gelaufen, also 7.05 gesamt. 7.05, ja. Ja, genau. Abschließend, damit wir auch das nochmal anbringen zum Mozart. Bei den Hundertern hat gewonnen nämlich auch niemand Unbekannter. Das haben mich da Baukappel gewonnen. Das ist sogar relativ richtig ausgesprochen, weil zumindest so ist der Sprecher dort ausgesprochen. Also hat. Definitiv falsch. Also wenn ein Salzburger das gleich ausspricht wie ich, dann sind wir wahrscheinlich beide meilenweit von Baukappel wahrscheinlich weg. Aber egal. Und Andris Ronimois und Gerald Sancho Pfister. Der ist Österreicher, der Dritte. Der Dritte ist, okay. Also Gerald Pfister, ja, der Sancho ist... Nein, der Sancho nicht, aber der Gerald Pfister ist ein Österreicher. Das hat er nämlich mit Stadt Vorname vom Gerald Pfister. Also, ja. Vielleicht hatte es irgendwas mit entweder Sangria zu tun, wie er entstanden ist, oder sie waren gerade in Mexiko. Ich weiß es nicht. So irgendwas. Aber der Dritte war auf jeden Fall Österreicher, weil das hat er mehrere Male, hat das der Sprecher da durchgesagt. Der war auch gut, also der Erste mit 10,54 und der Dritte auch noch mit 11,49 und ja, damit mit 14 Stunden und dort war es echt eng. Die Sally McRae ist mit 14,38 ins Ziel, die Aysen Solak aus der Türkei mit 14,42, also nur 4 Minuten danach. Und die Colette Kumans, weiß nicht, wurscht, 14,49. Also die waren alle recht knapp beieinander. Und ja, da kann man nicht klagen. Nein, das war auch nicht ungeschwind. Also die 109 Kilometer haben wir nochmal 5000 Höhenmeter, also das ist auch nicht so unknackig. Und diesen Schafberg darauf und so, da wird es dann schon nochmal ein bisschen technisch schwieriger und ein bisschen alpiner. Zumindest was ich von den Fotos so gesehen habe. Also der ist jetzt auch nicht so ohne. Ich finde es sehr schön, die 11. Kandidatin bei den Damen, weil vorher laufen die alle bei Nike und bei, weiß ich nicht, Worte Ultra. Und dann gibt es zwei, die stechen heraus. Die 4. bei den Damen läuft für Stay Insane und die 11. läuft für Legion of Pain. Das ist was für dich, oder? Die Legend of Pain. Sehr schön. Mit der hätte ich mir wahrscheinlich den Soundtrack geteilt. Herrlich. Hervorragend. Ja. Der Mozart 100. Richtig. Wollen wir noch ganz kurz zum Schluss, bevor wir diese Folge dann endgültig zumachen, du bist ja auch heute einen Wettkampf gelaufen. Magst du uns kurz erzählen, was du gelaufen bist, wie es dir ging und warum du jetzt dir überlegst, im Herbst wieder etwas Geschwindigkeit aufzunehmen zu wollen? Mach ich. Wobei, eins nur zum Mozart. Race Day Me ist ja nicht nur ein Wir verfolgen den Läufer App-Ding-Teil, sondern in deinem oder in eurem Fall ist es ja auch ein Hilfe, wo bin ich, kann mich bitte wer nach Hause bringen, Teil. Das heißt, es ist wirklich essentiell. Das heißt, es ist ja ein Ein-Mann-Entwicklungsstudio im Endeffekt, der das macht und das total cool machen. Das Problem ist nur, er macht es nur für iOS, was jetzt da schwierig ist, weil
wir alle anderen, diese Androiden, können euch nicht verfolgen. Dementsprechend wäre jetzt total geil, wenn jetzt da die Portierung machen würde. Verfolgen kannst du schon. Also, das funktioniert ja so, du ladest den Track hoch, startest das über die App, das geht richtigerweise nur auf iOS und nicht auf Android, aber du kannst einen Link verschicken, der dann einfach normal über den Webbrowser aufzurufen ist. Das ist dann unabhängig vom Betriebssystem. Okay, das wäre ja ausreichend, weil ja. Wenn sich einer von uns zwar verläuft. Ja, also meine Schwester macht das ja mittlerweile schon mit dem RaceDMe sehr semi-professionell, weil sie auch schon mittlerweile ein extra Mini-Akku-Pack mit hat, damit sie eben auch damit das Handy auch diese 10 Stunden Akkulaufzeit durchhält. Mhm. Das habe ich eben nicht mitgehabt. Ich habe es mir kurz mal überlegt, aber mein Akku, Handy-Akku hätte das wahrscheinlich nicht ausgehalten. Obwohl er ja irgendwie, will ich mal einen Podcast wirbt, dass es relativ lang funktioniert. Aber mein Akku hat zu der Zeit ein bisschen gesponnen, deswegen glaube ich nicht, dass er das ausgehalten hätte. Okay. Und dann, ja. Aber so funktioniert es auf jeden Fall. Und das funktioniert gut, weil meine Schwester das dieses Jahr bei so gut wie jedem Lauf macht. Und das relativ geil ist, weil auch wenn du da nicht vor Ort bist, weißt du echt metergenau, wo sie unterwegs ist und wie schnell sie ist und wie schnell sie in Relation zu ihrer Zielzeit ist, die sie eingetragen hat. Und das ist einfach wunderbar. Ja, das ist wirklich wunderbar. Ein super Ding. Coole. Und ja, es wäre nur zu hoffen, dass es auch endlich mal auf Android verfügbar wäre, damit auch die nicht wissen, was ein gutes Handy ist, in den Genuss kommen. Ja, und alle anderen nutzt es auch, wenn es noch nicht nutzt, weil wenn es ganz viele nutzen, dann kriegt derjenige, der es entwickelt hat, sicher ein tolles Übernahmeangebot von wem auch immer. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Fantastisch. Gut. Marc, heute. Wo bist du heute gelaufen, Peter? In der Weltmetropole des Weinviertels in Rupperstal. Für alle, die nicht wissen, wo Rupperstal ist, ist es unweit der Ortschaft Großweikersdorf, was jetzt da jedem, der nicht aus dem Weinviertel kommt, noch immer nichts sagt. Wenn ich jetzt sage, es ist zwischen Stockerau und Horn, hilft es immer noch nichts. Also es ist einfach irgendwo in Niederösterreich, und zwar mitten in der Pampa. Und dort hat jetzt stattgefunden der 19. internationale Rupperstaler Weintraubenlauf. Also das ist eigentlich ein Lauf, wo es eine Schande ist, wenn man noch nie dort gewesen ist, oder? Korrekt, weil den Streckenrekord hält Lemmerwerk Kedema. No kidding. Der ist dort auch schon mitgelaufen. Und die Besetzung dort ist insofern ganz lustig, weil irgendwie 80% der Teilnehmer bei irgendeinem Laufclub sind. Also es ist total amüsant. Ist es nicht bei den kleinen Laufveranstaltungen ist das doch immer irgendwie so der Fall, oder? Dass die hauptsächlich jetzt aus Laufclubs herauskommen, hätte ich gesagt. Ja, dort war es auf alle Fälle so. Und letztes Jahr bin ich da schon mitgelaufen und bin meine damals beste 10 Kilometer Zeit gelaufen, obwohl das dort eigentlich hügelig ist, weil es geht von einem Sportplatz mitten in die Felder rein, bergauf und querfeld ein und zwei Runden. Bei jeder Runde machst du irgendwie, ich glaube, 80 Höhenmeter oder so, oder 50 Höhenmeter. Ja, wenn du auf Zug laufst, ist das schon relativ fies. Ja, also man merkt es schon, und vor allem bergauf lässt du dann 10, 15 Sekunden am Kilometer mal liegen. Und dann hast du eine Bergabpassage, die nicht besonders lang ist, aber halt relativ steil. Und dort musst du dann halt, wenn du jetzt da in die Zielzeit kommen willst, musst du halt noch eine Sub-4 laufen. Möglichst deutlich. Was war letztes Jahr deine 10 Kilometer Beste? Nur, dass wir wissen. 43, 5 oder so, ja. Und bin ich dort gelaufen. Und was, mit welchem Ziel bist du da heute rangegangen? Was hättest du unter optimalen Bedingungen gerne gelaufen? Nein, letztes Jahr war ich 26. und bin 43XX gelaufen und habe mir gedacht, okay, sub 43 will ich laufen und ich möchte mindestens auf der ersten Seite vom Ergebnis sein. Das ist so 30. Bestenfalls wäre so 25, 23. so irgendwie, aber das kommt halt immer ganz drauf an, wer mitläuft.
Jo, und es hat in der Früh eigentlich ganz gut ausgeschaut, irgendwie 17, 18 Grad. Es hatte geregnet, aber es war trocken. Also es hat nicht geregnet zu dem Zeitpunkt. Ich bin mit Freundin und Hund hingefahren, hatte also meine Unterstützer-Crew mit. Zu diesem Zeitpunkt habe ich noch nicht gewusst, dass die Startschuss ernst nennen und wirklich einen Startschuss machen. Das hat mein Hund dann gar nicht so super gefunden. Ich wollte gerade sagen, der hat sich sicher gefreut. Ja, und sie haben vor allem nicht einen Startschuss gemacht, sondern für jeden Bewerb, weil es gibt dort nämlich den 10-Kilometer-Bewerb, den 5-Kilometer-Bewerb, den Rote-Nasen-Lauf mit 1,9 Kilometer. Es gibt noch, ich weiß nicht, wie viele Kinderläufe. Und beim zweiten und dritten Schuss war nachher aus und vorbei und die beiden sind in die Felder geflüchtet und die hat in blinder Panik. Sie waren nie wieder gesehen. Ja, das hat eine Zeit gedauert. Ja, auf alle Fälle 10 Uhr Startschuss bin ich mit los und habe gesehen, dass ich so wie letztes Jahr relativ knapp hinter der ersten Frau bin. Letztes Jahr bin ich die ersten 7 Kilometer, 8 Kilometer mit der ersten Frau mitgelaufen. Dann hat sie Gas gegeben und ist irgendwie 40 Sekunden vor mir im Ziel gewesen. Und dieses Mal haben wir gedacht, na, die zweite Hälfte nicht so viel abfallen wie beim ersten Mal. Und habe ein bisschen versucht, mich zurückzuhalten, dass ich nicht mich wieder auf die ersten Kilometer verbrenne. Bin dann, und vor allem habe ich die Strecken schon kennt. Also ich wusste, dass da 2-3 Anstiege kommen. Zwar kleine, aber doch. Bin dann dort mit raufgelaufen, bin so in einer kleinen Gruppe gewesen und habe die erste Runde, ich habe auf die Uhr geschaut und es war irgendwie 21,6, 21,7 ist eben auf dieser Anzeigetafel am Schluss gewesen. Habe gedacht, boah, das passt gut. Wenn ihr das jetzt da ungefähr halt, dann müsste das irgendwie 42 sowieso sein. Passt. Und dann bei den Anstiegen, bei der zweiten Runde, habe ich sogar noch Leute überholt und ich habe gesehen, da sind gar nicht so viele vor mir, weil man muss sagen, es sind doch 100 sowieso Läufer dort. Doch ganz ordentlich. Ja, das Teilnehmerfeld, wenn man es komplett nimmt, für die 10 Kilometer sind irgendwie 160 Starter oder irgendwas in die Richtung. Fein. Und das gleiche nochmal auf die 5 Kilometer und dem ganzen Primborium, also alles zusammen werden es schon so um die 400, 500 Starter sein mit den Kindern. Also das ist eigentlich hier ganz ordentlich. Für wie gesagt, mitten in der Pampa eigentlich eine riesen Veranstaltung. Richtig cool gemacht, also mit dieser ganze Sportclub dort super organisiert, riesen Festzelt von es gibt Grillstationen, ein Kuchenbuffet mit irgendwie 14 verschiedenen Kuchen und mit Tombola hinten auch und einer Armee an Pokalen, also die ehren ja bei den Kindern und bei den Zwischenläufen und bei dem Ehr- und Siehlauf und dem Roten Nasenlauf, die ehren ja alles, was nicht bei 3 am Baum ist. Wenn du nicht schnell flüchtest, kriegst du einen Pokal. Ja, damit du das kriegst, wo der Geld. Genau. Hilft dir nichts. Wobei, ich muss sagen, die kleinen Pokale sind halt normale Pokale. Die ersten, die sind wirklich schön, wirklich groß, also die sind wirklich ansehnlich. Das sind nicht irgendwelche komischen Dinge, die du im Keller verstecken wirst, weil sie hässlich sind, sondern die waren wirklich hübsch. Ja, auf alle Fälle erste Runde durch, zweite hoch den Berg oder die Hügel. Da habe ich gedacht, so, geht gut. Hab dann nochmal ein bisschen Gas gegeben, hab nochmal ein, zwei überholt. Und dann gibt es in den Feldern mehrere so Spitzkehren, weil du laufst halt bis irgendwo hin, wo es die Strecken ausgemessen haben, dann ist ein so ein Gitter und du laufst wieder in die andere Richtung retour. Ab Kilometer 3 ungefähr hat es ja auch geregnet wieder. Und ein bisschen Wind war auch. Toll, toll. Ich habe dann das gemacht, was du Wind, dein größter Freund. Toller Wind. Ich habe dann das gemacht, was du vorher gesagt hast, dass das dich stresst. Ich bin jemandem relativ lang auch hinten auf, also hinten auch gelaufen, was aber bei Straßenläufen üblich ist, würde ich mal sagen. Ja. Da ist meistens nicht so schlimm, dass du auch die Breite der Straße hast, dass das jetzt, finde ich auch nicht so ein Stressgefühl auslöst, da hängst du einfach nur in den Windschatten rein. Genau. Und dann war eine dieser Spitzkehren bei, was war Kilometer 7 und ich bin schnell und zackig um dieses Gitter herum und
In kurz hat der John Bon Jovi in meinem Hirn aufgeflackert mit Slippery When Wet und zack, bin ich schon auf der Pfeifengang. Es hat mir so ordentlich einfach Schuhe weggezogen, ich bin auf der Seite gelegen. Auch das hat irgendwie wahrscheinlich 2 Sekunden gedauert, weil ich habe, glaube ich, nicht wirklich was verloren. Ich bin nur immer in seinem Windschatten gewesen, wie ich aufgestanden bin. Das war ja ein Fallen und wieder Aufstehen in einem Zug. Das hätte ich gerne auf Video gesehen. Ja, ich bin dann auf alle Fälle hinten nach, habe kurz runtergeschaut und mir gedacht, na sehr gut, gleiche Seite wie beim Wood, dieses Mal aber in Unterschenkel, na dann. Bin dann trotzdem mit dem mitgelaufen, habe ihn dann aber sogar ein paar hundert Meter später überholen können und bin dann bis Kilometer 9, plötzlich war vor mir nichts, hinter mir nicht viel los, habe ich gedacht so, puh, da wird wohl nichts mehr, dann schauen wir mal, dass wir das halten. Und bei Kilometer 9,3 oder 4 ist einer an mir vorbeigezogen. Ich habe keine Ahnung, was der bis Kilometer 8 gemacht hat und wo er war, aber der war noch richtig fit. Und ich habe versucht, mich noch an ihn dran zu hängen, aber war wohl nichts. Und er ist dann, ich würde mal sagen, so 10 Sekunden vor mir im Ziel gewesen ungefähr. Okay. Und ich bin dann nach 42,16 im Ziel angekommen, muss sagen, passt gut, weil meine zweite Runde war nur 12 Sekunden langsamer wie die erste. Also eine solide. Ich meine, eine Minute auf einer welligen 10-Kilometer-Strecke rauszuholen, muss man halt auch erst einmal machen. Ja, ich bin sehr zufrieden, weil ich bin insgesamt 17. geworden und 4. in der Altersklasse. Und ich muss ja dazu sagen, es war wieder mal die Altersklasse des Todes, weil der erste Gesamt, der eine 34er Zeit gelaufen ist, M35. Der zweite 34er Zeit, M35. Dann kommen ein 20-Jähriger, ein 50-Jähriger und der fünfte mit einer 38er Zeit, Sub 38er Zeit, auch einer M35. Das heißt, wenn ich Top 3 laufen hätte wollen in meiner Altersklasse, dann hätte ich müssen unter 38 Minuten laufen. Naja, jetzt weißt du, auf was du hintrainieren kannst. Du hast dir überlegt, im Herbst schneller zu werden. Das heißt, Sub 38, das heißt, dir fehlen so ungefähr 4 Minuten. Naja, das ist ja schon mal ein ganz ordentliches Ziel, oder? Ja, statt 4,11. Statt 4.13 muss ich dann laufen 3.47. Naja, 20 Sekunden am Kilometer, was ist das schon? Wo ist jetzt, also ich höre da jetzt noch immer kein Problem raus. Ich höre, du hast quasi eine Aufgabenstellung und jetzt gilt es, sie zu lösen. Genau, das heißt Intervalle, super. Richtig. Vielleicht könnte es dann, so wie du schon vor ungefähr 3 Jahrzehnten gesagt hast, dir Trainingspläne schreiben lassen, dann musst du selbst nicht mal drüber nachdenken, sondern kannst einfach nur ballern, was das Zeug hält. Das stimmt natürlich. Ich kann natürlich auch Variante B wählen. Ich laufe jetzt noch ein paar lange Rennen und ich sitze diese Altersklasse einfach aus. Das ist die einfache Variante. Was heißt das? Das ist die einfachere Variante. Die M40 ist auch noch schlimm. Du musst ja warten bis zur M55 oder so irgendwas. Ja, dann musst du noch diese Geschwindigkeit haben. Ja, dann hast du Fahrradläufer. Ich glaube, realistisch für die Altersklasse, also Chancen, um in der Altersklasse zu gewinnen, habe ich dann so ab 60 bis 70. Das ist mein Langzeitziel. Ja, vor allem, das ist das Ziel, dass man dann noch immer laufen kann. Richtig. Weil da dünnt sich dann das Feld auch schon langsam aus. Ja, weil der Papa hat am Wochenende in Salzburg erzählt, der älteste Teilnehmer bei den 60 Kilometer beim Innsbruck Alpine Trailrunning Festival war auch irgendwie so 80. So irgendwas mal ging darum. Also da brauchst du quasi fast nur noch durchkommen und bist relativ weit vorne in deiner Altersklasse. Ja, bei mir war es heute so, dass die Leute, dass da auch 80-Jährige unterwegs waren oder 75. Die waren zwar ein bisschen langsamer, aber so viel schlimm langsam auch nicht. Also der Gewinner in der M60, 43,33. Also ja, das wäre letztes Jahr noch relativ knapp geworden. Richtig, also Spazierengehen ist da auch nicht angesagt. Du musst dein Level schon noch halten über die Jahre, damit du dann später eine realistische Chance hast. So ist es nicht. Du kannst ja nicht auf deinen Lorbeeren ausruhen. Nein, und ich glaube, das ist ja gar nicht so einfach. Vor allem,
Ich bin ja auch schon sub 40 gelaufen. Das heißt, wenn ich mein Level halte, dann wirst du immer an meinen Zeiten. Das ist natürlich richtig. Ich muss mir jetzt allerdings einmal so wie du einmal eine flache Strecke raussuchen oder eine Straßenstrecke zumindest, weil meine besten 3 10-Kilometer-Zeiten bin ich alle 3 im Schotter oder über Felder gelaufen. Das ist nicht optimal, das ist richtig. Nein, das ist gar nicht optimal. Aber vielleicht im Dezember lachte ich auch der Mödlinger Adventlauf an. Das wäre zumindest dann von der Strecke her Streckengleichheit, weil dort bin ich sub 40 gelaufen. Ja, entweder Mödling oder Kloster Neuburg, der soll auch sehr nett sein und der ist gleich ums Eck. Ja, und ich meine, flach ist jetzt, ich meine, Mödling ist nicht, aber ist auch nicht wirklich flach, du hast schon 2-3 Mal für die Geschwindigkeit und für das, was du dort erreichen willst, relativ fiese Anstiege. Also, nein, ich glaube, die 10 Kilometer im Prater wären natürlich das Einfachste, ja. Aber wer will es denn einfach haben? Wir sind hier nicht der Podcast der Einfachhaberwollerer. Richtig. Wir haben es ja auch nicht so einfach mit der deutschen Sprache, wie wir gerade gehört haben. Das ist richtig. Aber ich hatte immer schon ein etwas komisches Verhältnis zur deutschen Sprache, von daher. Das bin ich schon mein Leben daran gewohnt. Damit habe ich mich gelernt zu arrangieren. Weißt du, deine Freundin, dass du ein Verhältnis mit der deutschen Sprache hast? Ja, sie ist okay damit. Es ist okay. Wir führen in der Hinsicht eine sehr offene Beziehung. Eine offene Sprachbeziehung. Eine offene Sprachbeziehung. Ich glaube, das muss sie auch mit mir führen, weil sonst würde das wahrscheinlich nicht funktionieren. Sie würde dich sonst nicht verstehen. Richtig. Gut, das heißt, summa summarum kann ich festhalten, 10 Kilometer Lauf, erfolgreich, gut platziert, du bist glücklich und bereit für die Feitsch. Ich bin glücklich und bereit für die Feitsch. Dort werden wir ja zu dritt antreten, also wir beide und der Patrick. Ja. Und wollen alle gemeinsam ganz doll ins Ziel kommen. Richtig. Nächsten Samstag, beziehungsweise wenn ihr das jetzt am Freitag hört, morgen. Richtig. Ich freue mich schon, wirklich. Es ist wirklich ein tolles Rennen. Super Labe, super alles. Wir zwei können gemeinsam laufen, darauf freue ich mich auch schon. Ja. Und der Patrick wird uns wahrscheinlich davonlaufen, aber das bin ich mittlerweile auch schon gewohnt. Und es würde mich verwundern, wenn es andersrum wäre. Von daher... mit Vaseline einschmieren, also auf der Unterseite. Ich glaube, das bringt nichts. Ich glaube, der ist einfach so von Grund aus schnell. Du kannst nichts machen, damit der Typ nicht schnell ist. Wir können ihn also ganz mit Vaseline einschmieren. Ja, probier's. Wir fahren gemeinsam Auto raus. Du wirst das probieren. Und ich weiß nicht, ob er das langsamer macht, aber vielleicht ist er dann so verstört, dass er langsamer läuft. Oder er springt aus dem Auto raus. Was ich jetzt auch gelesen habe, das kurze Side Note, dass irgendwo in Floridsdorf das passiert ist, irgendwie aus dem fahrenden Auto rausgesprungen ist, rausgeschossen hat, irgend sowas. Irgendwas war da mit dem fahrenden Auto. Egal. Es ist schon ein großer Unterschied, ob man aus einem Auto rausschießt oder rausspringt. Das sind nur sprachliche Details. Gut. Ja, und unser Terminkalender ist eh voll gefüllt. Wir werden dann von der Feitsch berichten und weil, wie du ja schon erwähnt hast, der Virtual Run quasi zum Zeitpunkt des Hörens dieser Aufnahme im Laufen ist oder vielleicht, wenn man es die Woche danach hat, gelaufen ist, werden wir dann auch noch relativ spontan eine Sonderfolge einschieben, wo wir dann über besagten Virtual Run und über das, was die Woche so passiert ist und über den glorreichen Sieg der Kurzhosler reden werden. So zumindest ist der Plan. Einen kleinen Einschub muss ich noch bringen zum Abschluss der Folge. Eine lustige Geschichte, die auch heute passiert ist. Und zwar ist heute parallel zu dem internationalen, wohlgemerkt Rupestaler Weintraubenlauf, auch der Badener Stadtlauf gewesen. Und im Rahmen dessen ein Frauenlauf. Und unsere Teamkolleginnen sind dort auch gelaufen. In unterschiedlichsten Distanzen. Auf alle Fälle sind bei dem Frauenlauf ist die Maria Hinert und die Chrissy Krötzl gelaufen. Und die Maria hat sich gedacht, ha, da könnten wir ja vorne mitlaufen, bestenfalls gewinnen. Und zugetragen hat sich aber, dass die Strecke etwas verwinkelt war und grundsätzlich war sie gut markiert, aber an den Schlüsselstellen oder an der Schlüsselstelle war keine Markierung. Also keine Pfeile am Boden, keine Beschriftung, gar nichts. Und es war ein Streckenposten dort, der aber entweder war es ihm wurscht, oder er hat es nicht gewusst, oder keine Ahnung. Also er war
er war zwar beides da, aber es war ja nicht hilfreich. Und wenn du nicht abgebogen bist, bist du die falsche Strecke gelaufen, nämlich den von dem normalen Stadtlauf, beziehungsweise Halbmarathon oder was auch immer, und nicht den Frauenlauf. Jetzt, da ist die Maria bei der ersten Runde einige Kilometer zu weit gelaufen und hat dann statt ihren wahrscheinlich normalen 13, 14 Minuten für die Runde 20 Minuten gebraucht. Das ist bitter. Hat sie dann gedacht, naja, gewinnen wäre das nicht mehr hoch. Ist dann trotzdem weitergelaufen, ist die zweite Runde in 13,39 gelaufen, vor lauter Zorn, ist dann Vierte geworden und dann haben sie sich disqualifiziert, weil es offenbar unrealistisch war für die Veranstalter, dass sie die zweite Runde so viel schneller gelaufen ist wie die erste. Weil da haben sie sich wahrscheinlich gedacht, sie ist mit dem Radl gefahren oder irgendwas in die Richtung. Oder sie haben das Startnummernband dann einfach weitergegeben und ist dann der andere die zweite Runde gelaufen. Es dürfte mehreren Frauen so gegangen sein, was sie später gehört hat. Und es hat sich leider auch niemand irgendwie dann noch irgendwie entschuldigt oder hat irgendwas dazu gesagt, was halt organisatorisch eher schwierig ist, weil das erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte vom Rötscher. Es gibt eine Schlüsselstelle, eine. Und dort ist die Markierung scheiße. Ich finde auch, dass man das zwischen Trail, Berg, Waldläufen und Stadtläufen so ein bisschen unterscheiden muss. Also ich finde, für einen Waldlauf oder so, oder was in die Richtung geht, da ist es oftmals schwierig, das so ein bisschen zu auszuschildern. Und da kann das manchmal passieren, dass sehe ich es nicht immer zwingend per Default quasi in der Schuld des Veranstalters, weil es einfach mit Waldwegen oftmals verwirrend ist. Und dann, vor allem die längeren Dinge, dann läufst du auf ein bisschen, schaust nicht so genau, dann du bist oftmals auch, da sind oftmals auch nicht so viele Leute, da sehe ich es ein bisschen schwieriger. Aber für einen Stadtlauf finde ich es immer schon so ein bisschen ein kleines Armutszeugnis, wenn sich wer verlauft. Weil dort hast du meistens auch Zuschauer, das heißt, das ist allein schon irgendwie, ich weiß nicht, da ist es einfacher, weil da stelle ich halt einfach einen Typen hin, der weiß, wo es lang geht, und dann habe ich das Problem nicht. Also für Stadtläufe finde ich, muss man da einen anderen Maßstab setzen, und deswegen finde ich es dann immer schlimmer, wenn bei solchen Läufen was passiert, als wenn jetzt so wie beim Ötscher, das kann man auch besser ausschildern, das gebe ich zu, aber dort ist es oftmals dann schwieriger, weil dort halt auch andere Leute unterwegs sind, andere Wanderer unterwegs sind, die dich dann irgendwie... Ja. In dem Fall vorteilhaft, aber oftmals vielleicht auch ablenken oder irgendwie... Es gibt dann oft, so wie das mir schon einmal in Kroatien passiert sind, dann oftmals auch von Anrainer Dinge runtergerissen wird, was dir jetzt bei Startläufen so nicht passiert. Das ist ja bei Wut auch gewesen, dass sie irgendwie die halbe Markierung weggerissen und sie es noch komplett neu ausschildern müssen, was auch Mist ist. Ja, genau. Aber gut, dass die Maria dann noch die Zähne zusammengebissen hat und zu Ende gelaufen ist und ob man dann disqualifiziert wird oder nicht. Also mir persönlich ist das immer so ein bisschen Blunzen. Ich weiß, was ich gelaufen bin. Ich weiß, dass das ehrlich ist. Und ich glaube auch, dass wir wissen auch, dass die Maria nicht beschissen hat. Sie ist ja glaube ich, jetzt 1-2 Kilometer oder 3 Kilometer länger gelaufen. Ja. Und ich glaube, 2 Kilometer müssten es gewesen sein und ist trotzdem Vierte geworden. Also die Maria ist einfach schnell wie ein Fidget-Pfeil und trotzdem... Gratulation von unserer Seite, würde ich sagen. Ja, natürlich. Und der Chrissy auch, weil die hat es gewonnen stattdessen. Also so einfach kriegt man diese Pflanzenfresser nicht vom Tisch. Nehmt das! Ja, es war wieder mal eine wunderbare Folge, lieber Peter. Es hat mich sehr gefreut. Ich freue mich quasi auf morgen. Das war mit Volksfest, ja. Ja. Ich freue mich auf morgen im Sinne des Startes Virtual Runs und ich freue mich auf morgen im Sinne dessen, dass wir morgen die Feitsch laufen. Je nachdem, welche der zwei Realitäten man jetzt zu Rate zieht. Und wenn wir ein bisschen Wurmlochen wollen, dann können wir uns morgen beim Feitschlauf das Morgen des Virtual Runs gemeinsam anhören. Ja. Dann hören wir uns in 5 Tagen jetzt an. Urgeil, oder? Wo wir über morgen, das jetzt da in 6 Tagen ist und beim Anhören heute ist,
an. Mit dieser Rechenaufgabe wollen wir unsere Zuschauer, Zuhörer, Zuschauer, ja, es ist ein Sauerstoffmangel in diesem Raum hier, entlassen. Es hat mich sehr gefreut. Vielleicht schaffen wir es ja ein bisschen live zu berichten und du bist ja da sehr Instagram-affin und vielleicht schaffen wir es ein bisschen auch während des Laufens was zu von uns zu geben. Also klebt auf unseren Social-Media-Kanälen und seid gespannt. Ich werde mein Bestes tun, dass ich auf den ersten paar Kilometern, wenn ich noch Luft habe, uns einfange. Ja, in dem Sinne, lauft noch brav weiter, macht weiter, was immer noch tut. Wir hören uns bis zum nächsten Mal. Servus. Servus.